Da ist vorne ein Absprungding, oder? Aber was bringen mir die Weißen, wenn die hier unten nicht, die Macht nicht hinreicht? Okay, jetzt wird's fun. Das sind trotzdem ein Haufen Gegner, Alter. Ich hoffe, das sind nicht alles Weiße. Oh Gott. Au. Aha! Da, weg da, aus der Bahn, ihr Penner. Ja, genau. Au. Ich glaube, ich brauche mal. Kannst du es mal aufhören? Ja, schau, dass du dann runterkommst. Keiner mag dich, Fettwanz. Der scheiß Miasma-Käse. Wie er halt nur auf mich geht, elender Bastard. Wie ein Vollvolley genommen hat das Sidon. Ah, shit, die kommen immer mehr, ne? Alter, Leute! Wie komme ich nochmal runter? Ey, wie der halt auch nicht jetzt draufhauen an, aufhört, Alter, der.
Ey, diese scheiß Miasma-Dreck, ne? Wow. Ich meine, die sind relativ easy, das geht eigentlich. Oh nein, das sind auch die Schnellen dabei, ne? Oh Gott. Kannst du mir jetzt mal helfen? Hilfe! Hey, Mr. Rollerblade, komm mal her! Ah, komm, das dauert zu lang! Ich bin voll im Arsch, Mann. Ich hab gegen Miasma nichts dabei. Noch mehr? Ah, shit. Oh, mit so einem Ding, der ausgestattet ist, ist das echt einfach. Oh, der schlägt aber auch nur einmal zu mit dem Messer. Das soll es jetzt gewesen sein, oder kommt jetzt noch mit den ganz Großen? Ganondorfs Miasma? Heißt das, er ist dort? Dieses Scheusal beschwört seine Monster erneut herauf. Das wird ihn auch nicht vor dem Untergang bewahren. Diesen Kampf hat das Schicksal uns auferlegt. Überlass ihn uns! Genau. Geh du schon mal weiter, Link. Wir zeigen denen, was die Weißen drauf haben. Kein Problem. Wir haben sie ja schon einmal besiegt. Das ist in Windeseile erledigt. Zögere nicht, Link. Alles Weitere obliegt dir. Ja, aber haben die das nicht immer bloß zusammengebracht, weil ich dabei war? Ich soll nicht immer so tun, wie wenn das nicht so wäre. Ach ja. Da müssen wir erstmal einen Topf aufbauen. Ups. Warte mal. Ingredients. In die Hand. Wo ist mein Zeug? Da. Jetzt, wenn wir drei reintun, kommt dann auch ein Ding mit 9 raus? Tatsächlich. Das wird jetzt. Ups. In die Hand. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Entfernen. Jetzt ist dann die Frage, wenn wir das in die Hand tun. Frost, Zitter, Rüstgras. Eins, zwei, drei. Nee, weg. Okay, dann Butter. Abwehr hoch 420, erhöht dann Abwehr Level 1. Hm. Ich hätte jetzt gern was Geiles gehabt. Ja, wir haben jetzt einen Haufen Zeug, Alter, let's go, scheiß drauf. Ach, jetzt wenn wir schon die Dinger da stehen haben, können wir es auch gleich nutzen. Schleichglöckchen, Krugwedel, Ausdauerknolle, Spurtkarotte, Rüstungskürbis. In die Hand, mit dem da, plus das da. Auch Level 1. Fit-Karotte Maxi-Rübe, da haben wir ja noch eine in die Hand. Guckt er da in seiner Blüte? Ja, dann machen wir mal eins. Warte mal. Höchste Angriffskraft. In die Hand, in die Hand, in die Hand. Hand, Hand. Alter, mein Wasserschwert ist noch nicht mal da, fällt mir gerade auf. Oh, die Keule hat 50. 83, Mann. Ja! Ja, 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 ja. Was ist das, was am meisten hat? Klein, da wird sie meist als Pfeilspitze verwendet. 34 ist das Stärkste, ne? Ja. Und das andere war auch so schwach eher. Wundert mich eigentlich. Aber gut, es geht ja noch Angriffsstärke. Das heißt, das da in die Hand. Vielleicht die Stärkste eher da drauf packen soll, ne? Aber das ist auch zu spät. Ich habe meinen Miasma nicht geheilt, ne? Badet er in dem Miasma? Miasma-Whirlpool. Wie bedauerlich. Diese Welt war schon der Dunkelheit geweiht. Doch ein schändliches Licht legte sich über sie. Wir werden uns von Feiglingen, denen nichts teurer ist als ihr alberner Frieden. Früher war das anders. Wohin man auch sah, loderte der Kampfgeist. Doch nun werde ich der Welt ihr altes Antlitz zurückgeben.
Ich werde sie nach meinem Willen formen und beherrschen. Wie es einem König gebührt. Der wiedererwachte Dämonenkönig Ganondorf. Ganz genau. Der wahre König ist zurück. Seine Welt wird heute neu erschaffen. Oh oh. Oh Gott, der kann die Scheiße auch? Oh ja, ich wollte mich eigentlich heilen, fällt mir gerade ein. Scheiße. Ich habe mich so drauf konzentriert, was der macht, dass ich komplett vergessen habe, dass ich halt bei fast keinen Energiepunkte bin. Alle vom Monitor. Scheiße, mach doch das Zeug an. Fuck it. Wo war denn das mit so viel Miasma-Ding? 12? Das ist so ein Scheißdreck. Ja, weg damit, wir kennen ihn schon. Ey, das ist so scheißtypisch, ich hab's gewusst. Boah, wie ich voll neigt bin. Ah, fuck. Kommt er mit seiner richtigen Dämonenform, oder? Der hat jetzt bloß gemeint, er will ein bisschen angeben mit seiner normalen Form. Oh, wie sehr habe ich es vermisst. Der Rausch der Schlacht bringt mein Blut zum Brodeln. Doch es war nicht mehr als ein bloßes Vorgeplänkel. Jede Faser meines Körpers dürstet nach noch gewaltigerer Macht. Ja. Nein, ich bin nicht zum Ding gekommen. Ihr gleich wie viele ihr auch immer seid.
verzeih die Verspätung. Dämonenkönig, wir bezwingen dich. Alter, das ist mein liebster Ding. Ey, das ist zu schnell, Alter. Ich kann doch nicht mal reagieren in der Zeit. Der macht das und dann so, oh. Es ist einfach zu viel los hier. Nein, das hat auch immer so gut funktioniert. Auf geht's. Alter, was zieht denn da ab? Nein! Auf geht's! Ah, okay, du hast dann viel größeres Zeitfenster. Ah, der Sack. Auf geht's. Alter.
Boah. Aber das war's doch bestimmt, ne? Oh, der Wichser, jetzt ist so ein Schweinedrache. Sorry, aber irgendein cooler, finsterer Drache wäre halt schon geiler gewesen. Ne? Aber jetzt dann halt davon dieses Schweine, dieses übliche Schweinegesicht, was immer am Ende von Zelda kommt, immer drauf zu machen. Oh Mann. Der Schweinedrache. Oink, oink. Grunz, Alter. Ah, geil. Er ist doch ein cooler Drache, es hat ausgeschaut wie das Schweinegesicht. Wäre trotzdem cool gewesen irgendwie jetzt. Drachenverwandlung des Dämonenkönigs, Schwarzdrache. Der schaut schon irgendwie cool aus, aber wegen ziemlich große Glubscher, Alter. Okay, das ist ein ziemlicher verdammter Größenunterschied, ey. Was ist der? 5-mal so groß mindestens. Was mache ich jetzt? Ach so, abspringen.
Wow. Warte mal, dazu haben wir doch extra eine schöne Ausrüstung. Oh, der hat da Dinge. Und jetzt wartet er in aller Ruhe, bis ich da was drauf mache. Ich bin im Drachen. Ah, okay, die halten mich wieder. Alter, pass mal auf, wo du hingehst, Alter. Hallo, hier? Scheiße, es ist schon ziemlich weit drüben. Ich könnte mal den Weisen des Windes brauchen. Oh, jetzt wird's so echt düster, Mann. Ich greife ihn am Schluss an. Seinem Schädel. Lass mich in Ruhe. Bam. Okay, der war eigentlich schon relativ easy. Sah cool aus, war aber trotzdem easy. Und er hat viel zu große Klubsche, aber die haben die Drachen in Zelda alle gemacht.
Vernichte Ganondorf, geschafft. Das hätte jetzt nicht mehr sein müssen. Aber Alter, was ist denn da? Ist da das Schloss gewesen? Oh, es freut mich so. Ich meine, ich habe das zwar sowieso gedacht, aber...
hat es dich erreicht. Das heißt, der Dämonenkönig. Du hast ihn wirklich besiegt. Unglaublich. Das ist wie ein Traum. Aber wie bin ich? Oh, ich erinnere mich. Ich habe geschlafen. Unermesslich lang. Doch dann hat ein Gefühl mich umhüllt. Sanft und warm, unendlich groß. Und ich bin aufgewacht. Ich danke euch. Oh, Link, ich war ganz weit in der Vergangenheit, wem ich da alles begegnet bin. Ich habe dir so viel zu erzählen, jetzt, wo ich hier bin. Wieder hier, zu Hause. Die Suche nach Zelda, abgeschlossen. Was ist los? Es war ein bisschen ominös am Ende der Sound. Schön, schönes Ende. Gefällt mir. The Legend of Zelda. Aber wisst ihr, was mir schon die ganze Zeit immer fehlt? Warum gibt's nicht eine fucking Umarmung mal oder sonst irgendwas? Gerade hier merkst du, wie es bei den zwei immer wieder knistert und wie sie... Was heißt bei den zwei? Der Linke ist immer ziemlich stumm eigentlich, aber ihr wisst, was ich meine. Tears of the Kingdom. Wir hören uns nach den Credits. Bis gleich. We'll be right back.
Schöne Musik. Ich bin immer noch, ich finde immer noch, find immer noch die Musik cool, wo vor dem Bossmonster oder vom Ganon auch so dieses. Oh. Bleiben die Ruinen jetzt eigentlich da? So eine gewaltige Landmasse einfach so im Himmel schweben. Die Errungenschaften der Sonau verblüffen mich immer wieder aufs Neue. Damit sind wir am Ziel. Ich danke euch, dass ihr mich hierher begleitet habt. Seht euch um. Von hier aus kann man das ganze Königreich Hyrule bewundern. Oh, so hoch oben bin ich ja noch nie im Leben gewesen. Ja, der Ausblick ist wunderschön. Und du, Zelda, hast all die Zeit hier in den Wolken verbracht? Ja, doch an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Es ist so, so unwirklich, dass ich jetzt mit euch hier stehe. Diesbezüglich habe ich eine Vermutung. Es waren Rauros Lichtkraft und Sonjas Macht über die Zeit. Beide haben sie Link ihre Macht geliehen, um dieses Wunder geschehen zu lassen. Ja. Meine Zeit ist nun gekommen. Minero! Vor langer Zeit
bürdeten wir künftigen Generationen eine schreckliche Plage auf. Doch ihr habt es geschafft, sie endgültig zu besiegen. Nun kann ich endlich leichten Herzens Rauru und den anderen folgen. Und Sonja wird es freuen. Minero! Und du, mein liebes Kind, bist stets in unseren Herzen. König Rauru, Königin Sonja, Minero und die Weisen aus jener Zeit. Sie wollten Hyrule nicht nur retten, sie wollten ihm ewigen Frieden schenken. Ich werde alles daran setzen, diesen Wunsch zu erfüllen. Jetzt! Und für alle Zeit. Freunde, wir können das ganz sicher schaffen. Gemeinsam. War nochmal ein schöner Abschied. Aber die hätte dem Roboter wenigstens Energie lassen können. Fortsetzen? Internet ist Hyrule. Ah, okay. Ja, das war dann scheinbar. Also es gibt gar kein danach. Also es gibt nicht irgendwie... War es in Breath of the Wild nicht so, dass du danach noch so rumlaufen konntest? Hier gibt's halt kein danach. Es ist halt dieses Ende und fertig. Du kannst zwar noch alles andere machen. Ja, stimmt, das wäre ja auch Schwachsinn. Ne? Dieses ganze Miasma ist ja jetzt auch weg, ne? Die ganze Herausforderung, was du im Hintergrund hast, ist halt dann komplett weg. Aber ich find's auch toll, dass jetzt so hier einfach nur Stille ist. Wobei, ist das nicht immer? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich klicke meist einfach zack, zack, zack und weiter rein ins Laden. Ja, Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Ich habe ja schon gesagt, ich werde nicht alles machen. Es ist sowieso fast unmöglich, alles zu machen, außer du investierst da unendlich viele Stunden rein. Und dazu gibt es für mich zu viele Spiele, wo ich dann auch noch spielen will. 2024 steht in den Startlöchern. Die ersten Spiele kommen schon bereits Ende Januar raus. Oder Mitte bis Ende Januar. Mit, was war's denn? Another kommt da raus, das Remake. Danach kommen ja im Februar kommen ja sowieso noch einige Spiele. Ja, aber jetzt zu Legend of Zelda, was kann man dazu sagen? Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zum Vorgänger. Die Steuerung ist immer noch scheiße. Es geht einigermaßen, aber es ist einfach zu überladen mit dem ganzen Zeug. Also das schon mal als Negativpunkt. Was ich schade fand für so ein großes Projekt, waren gerade die Hauptmissionen zu wenig vertont. Ich meine, klar, Zelda war schon immer ein bisschen in der Richtung, aber jetzt, die haben doch die Weißen alle vertont, die Sachen, was da kommen. Die alten Weißen, die neuen Weißen, Sonja, Rauru etc., die haben sie doch alle vertont. Warum nicht die Hauptmission komplett vertonen? Vielleicht nicht alle, so Kleinigkeiten sind ja noch in Ordnung, aber vertonen doch das meiste einfach. Ich meine, der kleine Link sagt eh nichts, da habe ich auch kein Problem damit, außer mal so, und so nicken. Ich bin auch immer unschlüssig, ob der eine Stimme bräuchte. Mit der Stimme wäre es vielleicht ganz cool, aber du müsstest halt wirklich die perfekte Stimme für ihn finden, denke ich mir. Aber gut, muss nicht sein. Oder es würde halt so reichen, wie zum Beispiel in Persona 5 zum Beispiel oder in anderen Dingern, wo der Hauptcharakter halt wirklich nur ein paar Sätze spricht. Aber das ist dann schon Highlight halt, dass er überhaupt was sagt. Auch in Genshin zum Beispiel, der Hauptcharakter sagt ja fast nichts, aber jedes Mal, wenn er was sagt, ist so, wow, er hat was gesagt. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn es eben keine Sprachausgabe für den Link gibt. Ja, das sind jetzt so die Negativpunkte gewesen. Wie gesagt, einmal die Steuerung ist ein bisschen überladen, einmal dann halt, dass die Vertonung nicht so ganz ist. Und ja, ansonsten war es cooles, großes Open-World-Abenteuer. Ja, und ich habe nicht mal ansatzweise alles entdeckt. Es gibt so viel Scheiß, was du sehen kannst. An jeder Ecke ist irgendwie was. Dann diese Mission mit dem... Was halt auch viel gibt, sind halt viele von diesen Sammel-Grinding-Missionen. Ich meine, finde alle Brunnen, finde alle Krogsamen, ist ja sowieso immer drin, was totaler Scheiß ist. Dann diese ganzen Dungeons, was du machen musst, wobei die wenigstens so kleine Herausforderungen sind, wobei die auch meistens bloß so, ja, geht. Warte, einen Negativpunkt habe ich noch und der fuckt mich richtig ab. Die Belohnungen sind meistens scheiße, aber so richtig scheiße. Und ich weiß, es kommen wieder welche, ihr wisst ganz genau, um was es vor mir geht. Und zwar um dieses, zum Beispiel das mit den Gerudo, dieses mit den 7 Helden oder so. Mit dem 8. Helden, wo du dann 300 Rubine kriegst. Dann habe ich jetzt, bevor ich jetzt das Spiel beendet habe, weil ich ja nachgeschaut habe wegen Ganon und so. Ich habe mir ja am Ende dann eh selber gefunden, aber egal. Da war das mit dem Koga ja im Untergrund. Ich habe nachgeschaut, was man bekommt. Man bekommt einen Diamanten und man bekommt halt so eine, für so die Sonau-Energiesphäre bekommt man halt ein so ein Ding, also 100, also so eine große, damit du 100 Punkte, 100 so Sonau-Dinger hast, damit du halt die Batterie um einen Teil erweitern kannst. Ja, das ist für mich halt auch keine gute Belohnung. Gib mir die 100 Dinger und eine Ausrüstung oder so. Gib mir die 100 Dinger und irgendein richtig geiles, spezielles Schwert oder so, was auch viel aushält oder so. Aber doch nicht, ja, Geld. Also Diamant halt. Ja, super. Ich meine, Dinger kann ich unten ja auch grinden. Das Zeug wächst da, glaube ich, wieder nach. Glaube ich, bin mir nicht sicher, aber es gibt da unten sowieso genug Zeug. Keine Ahnung. Oh, es wird echt spät. Aber gut, dass ich es rechtzeitig geschafft habe. Jetzt kann ich dann heute mal früh ins Bett gehen. Ich habe schon Angst gehabt, dass es länger dauert, weil ich wollte es jetzt auf jeden Fall mal beenden. Ja, es ist ein bisschen overwhelming, das Spiel. Du hast halt so fucking viel Zeug einfach, was du machen kannst. Du kannst eigentlich 90% der Spielzeit für allen anderen Scheiß verwenden und musst nicht mal die Hauptquest machen. Wobei, sag mal ehrlich, man sollte schon mindestens bis zu die 4 Weißen machen. Oder sagen wir mal, die ersten zwei sollte man machen. Das sind die wichtigsten, finde ich. Weil das mit dem Goronen-Fuzzi da, die ganzen Dinger aufstoßen, ist viel einfacher, wenn du den dabei hast. Und
Das hätte ich bei dem anderen Ding gar nicht machen brauchen, ne? Da hätte ich den einfach rufen können. Ist egal. Und das mit dem Wind, damit du mit dem Gleiter weiterkommst, bist du eigentlich schon mit den besten Sachen ausgestattet. Das mit der aus Gerudo und mit dem Forizora, das ist ein bisschen zu speziell, würde ich sagen. Das kannst du halt wirklich nur verwenden, wenn du dich schützen willst. Ah ja, auch dazu, dass jetzt, siehst du, wenn wir da schon dabei sind, es ist cool, dass du nicht alleine unterwegs bist. Aber ich finde persönlich, es ist beschissen gelöst. Ich habe jetzt überlegt, ob ich bescheiden sage, aber nee, es ist beschissen einfach. Dass du zu diesen Charakteren hinlaufen musst und dann aktivieren musst, was du haben willst, geht beim ersten noch, geht vielleicht beim zweiten noch, aber ab dem dritten wird es chaotisch. Und du kannst es halt alle irgendwie immer mal wieder verwenden. Da wäre halt cool gewesen, wenn du wie die Waffen ein Menü hättest. Wenn es eins gibt, dann haue ich mich selber, aber und einfach diese Fähigkeit auswählen kannst. Wäre viel einfacher. Ich meine, man konnte ja, glaube ich, noch nach unten drücken mit dem Steuerkreuz. Links war Schilde, rechts war Waffen oder dann Bogen. Oben war, ich weiß gar nicht, was oben war. Gegenstände oder so ein Scheiß. Warum nicht, ich weiß nicht mehr, was unten war. Wir können es ja kurz austesten. Warum nicht unten halt zu sagen, wobei unten ist, glaube ich, Karte, ne? Habe ich nie mehr benutzt, ich bin immer lieber auf Minus gegangen. Ah, ja, das da. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas Spezielles? Scheinbar nicht, man kriegt ja auch nicht mal irgendwas, wenn man besiegt hat. Ich wünschte, ich hätte ihn am Schluss so besiegt. Wobei mir fehlt eine lange Hose, also das geht ja mal überhaupt nicht. Hier, so. Wobei, nachdem du den so ins unzähligen Ding angeschaut hast, hier passt es irgendwie nicht von den Klamotten. Das schaut irgendwie zu billig aus. Das schaut aus wie so ein billiges Cosplay. Keine Ahnung. Ah ja, die schaut eher besser aus, aber da habe ich die richtige Mütze, glaube ich, nicht dazu. Ja, okay, die schaut schon besser aus. Okay, da muss ich zugeben, die schaut besser aus, aber... Also... Windgewand. Ah, das ist von Wind Waker, deswegen schaut das so speziell aus. Schaut halt voll billig aus, wie aus einem anderen Ding irgendwie. Ja, egal. Die Musik ist irgendwie cool. Ich finde die so verstörend und gleichzeitig voll geil. Ja. Also, es war ein Megaspiel. Warte mal, ich wechsle bitte auf den, der stört mich jetzt. Nee, wechsel mal auf das da. Das schaut noch cooler aus. Was ist das da? Das ist das in Ocarina of Time. Und das ist das mit dem Schattending. Ja, also ey, ich fand es ein super Spiel. Ich kann verstehen, dass das so gefeiert wird. Ich feiere es, also was heißt, ich feiere es ja auch. Ich finde es halt ein super Zelda. Wobei ein klassisches wäre vielleicht auch mal wieder geil. Ich bin gespannt, was sie mit dem neuen anstellen. Aber was ich nicht verstehe, ist, sollte Zelda Breath of the Wild und so nicht als letztes Zelda sein in der Zeitreihenfolge? Aber eigentlich ist doch das erste, oder? Wobei es hier ja auch nur die Street Force gibt. Ja, ist ja wurscht. Da gibt es zu viele Sachen, wo man aufklären müsste. Also ich fand auf jeden Fall cool, dass die aus dem, was jetzt hier als DLC eigentlich erst machen wollten, haben die ja ein eigenes großes Spiel gemacht. Fand ich super. Klar, es war so mit nervige Sachen mit Miasma und die Gegner waren teilweise unendlich stark und was weiß ich was nicht alles. Aber, warte mal, ist dann das von der Weisheit des Wassers? Nee. Doch, das ist schon das vom, oder? Von dem Orni? Kann sein. Und das ist von der Donneralten. Oder das sind bloß die, die wo denen dienen oder so. Egal. Ja, ich weiß, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr will, was ich sagen soll. Also ich finde es ein super Spiel, das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, ich habe zwischendurch eine Pause machen müssen. Weil es dann doch mal, wenn du nicht der Story folgst, doch sehr langatmig manchmal sein kann mit den ganzen Wegen, was du zurücklegen musst. Das Bauen war eine coole Idee.
Aber durch das, was du da alles machen musst und erstmal schauen musst, dass du von den Batterien viel kriegst, dauert schon halt sehr lange, bis du da wirklich einen großen Nutzen draus ziehen kannst, ohne alle 5 Meter irgendwie warten zu müssen, dass deine Batterie sich wieder auflädt. Bleibt mir noch irgendwas zu sagen? Es gibt echt viel Zeug erstmal. Ich fand, in Breath of the Wild war weit weniger drin. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Das mit den Krogs ist der größte Scheiß, was sie neu machen konnten, weil so viele Krogs und um Tasche zu vergrößern und so, ja. Das Brechen der Waffen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich darauf fühlen soll. Also die gehen viel zu schnell kaputt. Also die müssten mindestens doppelt so viel aushalten, finde ich. Und es gab, glaube ich, weniger coole Waffen, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, du hast so säbelmäßig die Dinger. Du hast dann so das Miasma-Schwert halt als Katana. Die sind ganz cool. Diese Miasma-Teile an sich. Und auch das, dass du das mit den Waffen kombinieren kannst, war geil, aber keine Ahnung. Mir fehlen da ein bisschen die ikonischen, coolen Waffen. Weil das Zeug, ja, das schaut ganz witzig aus, aber halt mehr auch nicht. Und solche Sachen sind ja eh der größte Rotz. Ja, das mit den Waffen ist sowieso sehr umstrittig. Also ich verstehe, dass sie es neu machen. Einerseits bräuchte ich es nicht. Aber die wollten halt, denke ich, das ist halt dynamischer ein bisschen, dass du nicht ständig nur das Master Schwert benutzt, ständig nur dieselbe Waffe. Ich höre jetzt auf, ich bedanke mich an der Stelle für Zuschauen. Das war Zelda Breath of Tears of the Kingdom. Wir haben es durchgespielt, die Hauptstory ist fertig. Es gibt noch einen Haufen Nebenquests und so Zeug, was man noch machen könnte. Muss man nicht, mir taugt so. Jeder andere kann es gerne mehr spielen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem anderen Spiel. Servus!